Vielen Dank, Herr Berliger. Wir kommen zur nächsten Frage von den Linken, Frau Domscheit-Berg. Ja, ich möchte an Dr. Leistert Fragen stellen. Facebook stellt ja Libra vor allem als Projekt dar, das Menschen das Leben leichter macht. Und da ist ja möglicherweise auch was dran. Wenn man aus nachvollziehbaren Gründen eine Facebook-Währung aber nicht will, wie müsste man denn eine digitale alternative Währung realisieren, die dann einerseits den Zahlungsverkehr im 21. Jahrhundert tatsächlich erleichtert, andererseits aber die negativen Nebenwirkungen nicht hat, sondern möglicherweise sogar positive Nebenwirkungen wie eventuell ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit? Also wie müsste sowas aussehen? Meine zweite Frage bezieht sich auf Ihr schriftliches Statement, das ich übrigens allen Interessierten sehr zur Lektüre empfehle. Da schreiben Sie, dass Facebook das Geld privatisieren möchte, Risiken aber sozialisieren will. An welchen Aspekten aus dem bisherigen Konzept von Libra würden Sie da Ansatzpunkte sehen? Bitte, Herr Dr. Leistert. Ja, danke schön für die beiden Fragen. Zunächst zur ersten Frage, sozialgerechte Währung ohne Facebook. Also ich glaube, das haben wir auch schon in der Runde eben mehrfach gehört. Also die Blockchain-Technologie ist tatsächlich ein interessantes Phänomen, was uns auch, da bin ich ganz überzeugt, in den nächsten Jahren auch sehr viel begleiten wird. Und auf der Ebene ist es tatsächlich möglich, mit relativ simplen Rechnern nun eben ein System aufzusetzen, das für tatsächlich Millionen oder Milliarden Menschen eine Währung zur Verfügung stellen könnte. Das ist wirklich sozusagen der Status quo heute. Und es ist eben auch sehr bezeichnend zu sehen, dass der Code von Libra ist ja auch Open Source und große Teile des Codes stammen zum Beispiel von einem Londoner Startup namens Chainspace.io. Das hat damals im Decode-Projekt in Barcelona mitprogrammiert, ein Open Source-Projekt, wo es genau darum ging, mit dieser Blockchain-Technologie Bürgerinnen und Bürger zu integrieren in demokratische Prozesse. Und damit möchte ich vor allem diese Frage noch mal ein bisschen öffnen, nämlich was wir mit Blockchain-Technologien auch bekommen, ist einfach die Möglichkeit, sehr kostengünstig und sicher Tokens zu verwalten. Und diese Tokens können wir programmieren. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, uns, wenn wir alle darüber nachdenken, was für Möglichkeiten da eigentlich auf uns zurollen sozusagen und wie vielleicht Probleme, die wir heute haben, eben über diese Programmierung der Token auch angegangen werden können. Ich bin überhaupt kein Freund rein technologischer Lösungen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Blockchain-Technologie uns hier einiges bescheren kann. Und wenn wir darüber nachdenken, wie eine Blockchain tatsächlich direkt zu Fragen sozialer Gerechtigkeit beitragen kann, ich glaube, das ist ein relativ enges Feld, weil Geld sozusagen gar nicht, also der Wert des Geldes kommt ja nicht aus der Existenz des Geldes als solchen, sondern aus der Arbeit, die da reingesteckt worden ist. Darum ist es, glaube ich, nach wie vor, wäre es interessant, über Arbeit zu reden als über Geld an der Stelle, wäre meine Position. Dennoch ist es natürlich auch möglich, wenn wir über die Programmierbarkeit der Tokens reden, zu sagen, nun gut, bestimmte Transaktionen bekommen einen Rabatt, weil sie besondere Qualitäten haben. Andere werden verteuert, weil sie genau diese nicht haben. Und so lässt sich eigentlich eine sehr schöne Art von Governance auf technischer Basis etablieren. Das wäre das eine. Das zweite, die Risiken. Facebook, also das ist ja ein Grundzug des Neoliberalismus, den wir seit den 80er Jahren beobachten können, dass die Risiken sozialisiert werden und die Gewinne privatisiert werden. Und meine Perspektive auf Libra und auf Facebook ist genau diese, dass hier eine Assoziation, die wurde auch schon ein Konsortium genannt, oder man könnte auch wenn wir schauen, was für Firmen das sind, über Spotify, also alles so jüngere, plattformbasierte Firmen, die alle sich dadurch auszeichnen, dass sie Risiken, die sie in die Welt setzen, eigentlich nicht verantworten, sondern nur die Gewinne abschöpfen. Und das ist, glaube ich, auch die Idee dieser Assoziation, die sie eigentlich dagegen abschirmt, das, was sie da veranstaltet, verantworten zu müssen, sondern diese Verantwortung nach wie vor bei den Währungsbanken auslagert sozusagen. Und das ist wirklich ein kluges White Paper. Das ist unglaublich frech, wenn man sich mal vorstellt, was das ist.
Und das gilt es darum auch kritisch wirklich zu begutachten in dieser Hinsicht. Denn ein Laden wie Facebook hat einfach in der Vergangenheit gezeigt, dass ihm Verantwortung, für ihn Verantwortung keine Rolle spielt, sondern es geht allein ums Verkaufen von Anzeigen. Und das ist eben die Frage, wollen wir so eine Assoziation dann eben wirklich sozusagen dieses Mittel an die Hand geben, die Risiken zu sozialisieren und die Gewinne weiterhin zu privatisieren? Dankeschön.